zeige euch heute, wie ihr einen Roblox-Account am PC erstellt. Dafür öffnet ihr zuerst den Browser eures Vertrauens und geht auf die Seite roblox.com. Dort angekommen findet ihr schon Registriere dich und leg los. Da wählt ihr euer Geburtsdatum aus. Seid dabei bitte ehrlich. Und dann gebt ihr euren gewünschten Benutzernamen ein. Wenn der Benutzername bereits verwendet wird, müsst ihr euch einen neuen Namen auswählen. Und dann legt ihr ein Passwort fest. Für das Passwort wählt bitte ein einzigartiges, sehr langes, am besten zufällig generiertes Passwort, welches verschiedene Zeichensätze verwendet. Damit ihr euch das auch alles merken könnt, ist es angebracht, dass ihr einen Passwortmanager verwendet. Ich kann da zum Beispiel Bitwarden empfehlen. Der ist Open Source und kostenlos. Wenn ihr euch dann für einen Benutzernamen und ein Passwort entschieden habt, wählt ihr noch euer Geschlecht. Ich bin männlich und geht auf Registrieren. Und schon seid ihr auf der Roblox-Webseite. Jetzt ist es natürlich noch wichtig, dass euer Account sicher wird und deswegen steht ihr auch schon, verlieren nie Zugriff auf dein Konto. Also klicken wir auf E-Mail-Adresse hinzufügen und da gebt ihr dann eure E-Mail-Adresse ein, die ihr zur Account-Sicherheit verwenden wollt. Im Anschluss bekommt ihr eine Bestätigungs-Mail, in der ein Link drin ist. Den Link werde ich jetzt einfach mal hier im Browser öffnen, weil ich die Bestätigungs-Mail auf einem anderen PC bekommen habe. Und dann erhaltet ihr diesen komischen Hut, den keiner mag. Jetzt, wo ihr euren Account erstellt habt, geht ihr oben rechts auf das Zahnrad für die Einstellungen, wählt dann natürlich erstmal beim Thema Dunkel aus und fügt für extra Account-Sicherheit, wenn ihr wollt, am besten noch eine Telefonnummer hinzu. Könnt ihr hier unten eure Socials angeben, auch angeben, für wen die sichtbar sind. Könnt ihr links auf Sicherheit gehen und ich empfehle euch sehr, erstmal die Zwei-Faktor-Authentifizierung per E-Mail hinzuzufügen oder noch viel besser über eine Authentificator-App oder falls ihr sowas habt, einen Sicherheitsschlüssel, was leider bisher nur im Web gibt, das heißt, ihr müsst Authentificator und Sicherheitsschlüssel machen, aber Roblox wird da wahrscheinlich dann auch bald eine Lösung für haben. Im Anschluss fragt euch Roblox nochmal nach eurem Passwort, das könnt ihr ganz einfach eingeben, weil ihr ja einen Passwortmanager benutzt und im Reiter Datenschutz könnt ihr dann einstellen, wer mit euch schreiben kann, wer mit euch chatten kann und viel wichtiger, wer kann euch auf private Server einladen, wer kann euch nachjoinen, könnt ihr auswählen. Und wer kann euer Inventar sehen? Dann gibt es auch Benachrichtigungen, Zahlungseinstellungen, Kindersicherung. Ihr könnt eine Eltern-PIN eingeben, um eure Einstellungen zu sichern. Für extra Sicherheit, falls ihr das haben wollt. Und das wäre alles. Um euch wieder anzumelden, könnt ihr einfach euren Benutzernamen und euer Passwort eingeben. Und dann bekommt ihr eine E-Mail mit einem 6-stelligen Code oder holt euch den 6-stelligen Code aus eurer Authentificator-App oder nutzt euren Security-Key. Geht auf Verifizieren und dann seid ihr auch schon wieder angemeldet. Alles ist im Dark-Mode. Ihr habt euer Profil und könnt das dann anpassen, wie ihr möchtet. Falls ihr noch weitere Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!